Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds und ab auf die Hope mit unseren berühmten Leutchen. Hilfsversorgungsstation, Kommunikationsstation. Das sieht ja jetzt alles noch ganz schnieke aus. Quincy Duncan. Tja, ich glaube nicht, dass er dankenswerterweise uns hier rauslässt. Oder einfach durchlässt. Moment. Jetzt geht's. Gut. Naja, wir werden sehen. Ja, ihr habt's gehört, aber die Aufnahme hat's nicht gehört. Das stream schon. Eine Behelfsenergiequelle zum Reaktor von UDL-002 am Leiten. Status Energie. Status. Energiestatus. Ausschließlich Lebenserhaltungssysteme sind in Betrieb. Wartungsstatus. Nächste anstehende Wartungsarbeiten. Triebwerke 22.056 Tage überfällig. Energieregulatoren, bla 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 bla. Kurzschluss der Makrowelle, nachdem irgendein Depp seine Gabel auf dem Teller gelassen hat. Makrowellenuhr funktioniert nicht mehr. Makrowelle läuft nur noch auf Hochenergiemodus. Makrowelle funktioniert gar nicht mehr. Okay. Kryoniklagerstatus. Alle Kryoniklagersysteme finden sich innerhalb der gewünschten Parameter. Lagerraum 5 ist derzeit zu 99% ausgelastet, Lagerraum 8 zu 92 und Lagerraum 12 zu 76. Anwesenheitskontrolle vor Abflug. Ranghohes Personal: Captain William Hunter, Erster Offizier Donna Hunter, Navigation Resi Torega, Chefingenieur Frank Nolder, medizinischer Offizier Alexei Volkov. Manueller Eintrag Nummer L01 Hante B. 10 Jahre. Die längste Reise, die Donna und ich je unternommen haben, war ein Wochenausflug ins Silbergebirge. Und selbst das hat sie nervös gemacht. Sie ist eher der häusliche Typ. Das war sie schon immer. Sie hat so viel Essen eingepackt, dass wir einen Monat lang problemlos da oben in den Bergen hätten ausharren können. UDL hat uns einmal für ein Teambildungsseminar in die Stadt geschickt. All inclusive natürlich. Donna hat trotzdem noch Energieriegel eingepackt, nur für den Fall, dass der Bus liegen bleibt. Dieses Schiff wird 10 Jahre für die Reise nach Halcyon benötigen. Ein ganzes Jahrzehnt. Zum Glück hat UDL die Rationsplanung übernommen. Sonst hätte sie womöglich noch unser ganzes Erspartes für Snacks und Trockenfleisch ausgegeben. Ach, die klingt sympathisch. Automatisches Audiotranskript. Es geht los, Leute. Zeit, sich von der blauen Murmel zu verabschieden, was? Ja, wenn man das möchte. Gut, dass wir sie los sind. Warum so verbittert, Resi? Sie war ein gutes Zuhause. Ja, da ist mir so ein Raumschiff allemal lieber. Nun, mal sehen, wie du das in einem Jahr siehst. Wie wär's mit einer Schweigeminute oder so? Oder sollten wir anstoßen? Irgendwas fühlt sich schräg an, die Erde einfach so hinter uns zu lassen. Nein, von nun an blicken wir nur nach vorn. Es blendet. Energie wird jetzt aus der Andockstation umgeleitet. Reaktor befindet sich im Behelfsversorgungsmodus. Fortsetzen.
Status, Energiestatus. Folgende Module sind jetzt betriebsfähig. Lebenserhaltung, Triebwerke, Navi, Kommunikation, Sicherheit. Die Sicherheit, noch mit Sicherheit. That ought to do her, Captain. Dürfte ich jetzt die Leute einfach abschießen? Oder würden die mir das übel nehmen? Warum darf ich mich hier so frei auf der Hope vor bewegen? Das ist eigenartig. Ja, vielleicht, Vicar, vielleicht mache ich das irgendwann mal. So, da haben wir die Kryokapseln. Wo kommen denn jetzt hier schon wieder Spreads her? Fass es ja wohl nicht. Hecken 91, Wachposten abschalten. Zielsysteme auf UDL-Personal einstellen. Achtung, Wachposten öffnen das Feuer auf jegliche als UDL-Personal identifizierte Personen. UDL haftet für jegliche Schäden an Firmenbesitz und Personal. Sollen die Zielparameter der automatischen Wachposten trotzdem angepasst werden? Ja, bitte. Hat sie auch vollkommen das Gesicht weggefetzt. Nun. In letzter Zeit gibt es irgendwie mehr Blutflecken auf dem Schiff. Das muss ja wirklich die ungeschickteste Crew des Konzerns sein. Man sollte nicht meinen, wie schwer Blutflecken aus Hüllenmetall rausgehen. Bald geht mir noch das Desinfektionsmittel aus. So viel Zeit, wie ich hier mit diesen Böden zugebracht habe, wartet in Halcyon besser eine Beförderung auf mich. Chefreinigungsingenieur. Hat irgendwie einen schönen Klang, finde ich. Thurston Stalworth, Reinigungsingenieur, Lizenznummer 3464, 8432. So, bevor wir hier aber hingehen, würde ich ganz gerne nochmal den Weg zurück hirscheln. Weil da hatten wir noch nicht alles mitgenommen. Und ich bin da so schlimm, ich will da alles mitnehmen.
Ja, danke. Oh, warte mal, war das... War das gerade eine leichte Pistole MK3? Nice. Die hat einfach mal so schon mehr Bums drauf. Alles klar. Die ist aber jetzt gerade nicht leise. Deswegen müssen wir dann mal gucken. Aber wir könnten sie... Könnten sie ja noch modifizieren dann. So, was haben wir hier? Diese ganze Verhungern-Geschichte ist echt nicht so toll, wie sie sich anhörte. Andererseits sind die Toiletten so sauber wie noch nie, seitdem wir abgelegt haben. Hat meine Arbeit auch nicht einfacher gemacht. Reinigungsingenieur. Nun. Du kommst jetzt aber nicht hierher. Geh weg. So. Hi. You know, when they posted us here, I told them there wasn't any point. Nobody would be so stupid as to fly to the ass end of the colony for this derelict. Shows how much I know. You've got about 5 seconds to tell me what you're doing here before I make you take a walk outside. Okay. Mir fehlt das Lügen, ne? Wahrscheinlich. Na gut, dann gehen wir wieder. Okay. Nun, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum er uns dann nicht weggepustet hat. Aber okay. Bin jetzt auch nicht unbedingt scharf drauf. Aber was machen wir jetzt, ist die Frage. Gehen wir jetzt einfach rein? Ich meine, wir kommen ja problemlos rein. Den Weg hier kannte ich übrigens auch nur, weil wir das ja schon mal gemacht haben. Auf der Groundbreaker waren wir ja auch schon mal hier oben. Deswegen. Ungeziefer 2, okay. Ja, sehr schön, da lohnt sich's doch nochmal. Was haben wir denn hier? Nicht autorisierter Zugriff resultiert vorzeitige Eliminierung nach Ankunft in Hellsheim. Ja, ja. Automatisches Audiotranskript. Hier, Captain, das ist es, was ich meine. Wir werden langsamer. Rizzy, tu mir den Gefallen und nimm an, dass alles, was ich auf deinem Bildschirm sehe, unverständlicher Metakram ist, okay? Mathekram ist, okay? Okay. Siehst du diese Linie? Das sind wir. Und diese hier? Da sollten wir uns befinden. Und diese hier? Dahin sind wir unterwegs.
Wir sind vom Kurs abgekommen und ich glaube, es liegt daran, dass... Was zum Teufel war das? Ich... Will! Will! Was ist da unten los? Frank? Genau dasselbe wollte ich dich auch gerade fragen. Die Triebwerke wurden gerade ausgebremst. Wer hat die Bremse betätigt? Leg los, Frank. Gut. Wie einige von euch bereits wissen, reist das Schiff nicht länger mit Überlichtgeschwindigkeit. Wir müssen den Sprungantrieb also neu starten. Warum reden wir dann noch? Na los! Es ist nicht so einfach, du stumpfköpfiger Frank. Tut mir leid. Wenn ich den Antrieb per Knopfdruck wiederherstellen könnte, würde ich's tun. Aber wir brauchen einen neuen Kurs von der Navigation. Ja, der Abfall auf Unterlichtgeschwindigkeit hat uns ganz schön vom Kurs abgebracht. Der Navigationscomputer sollte helfen können, aber das dauert. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich muss es aber richtig machen. Der kleinste Fehler und wir fliegen durch einen Planeten oder einen Stern. Außerdem müssen wir den Treibstoffbestand überprüfen. Wenn wir ohne die notwendige Energie versuchen zu springen, dann... Pff, scheiße, wer weiß schon, was dann passiert. Ich glaube, wir explodieren einfach. Ich würde jetzt ungern explodieren. Was, wenn wir nicht genug Treibstoff haben? Dann fliegen wir langsam. Und wie lange wird das dann dauern? Das weiß ich noch nicht. Das muss ich erst durchrechnen, aber darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Frank, du siehst jetzt erstmal einmal nach. Du suchst jetzt erstmal nach dem Sprit. Resi, geh du davon aus, dass er den Sprungantrieb wieder betriebsbereit macht und plane einen Kurs. Auf geht's. Manueller Eintrag. Für UDL war Prävention schon immer die oberste Tugend. Wer Probleme gar nicht erst entstehen lässt, muss keine Lösung finden. Bevor ich den Auftrag für diese absurde Reise erhielt, habe ich Budgets für unsere Galas geplant. Wie viel kostet das Personal eines Ozeandampfers? Wie viele Lebensmittel brauchen wir? Die Sicherheitsvorkehrungen, Rettungsboote, Arzneikästen, Signalleuchten und so weiter habe ich immer in eine separate Kategorie einsortiert. Mein Instinkt sagte mir, dass ich sie einplanen sollte. Ich glaube, das habe ich von Donna. Aber mein Chef hat sie immer gestrichen. Warum sollten wir Geld für Notfallversorgung ausgeben, wenn wir stattdessen in die Vermeidung von Notfällen investieren könnten? Die Verpflichtung einer besseren Besatzung, bessere Materialien für den Schiffsbau und besserer Buchhalter. Was für Kreuzfahrtschiffe gilt, gilt wohl auch für Kolonieschiffe. Sie gaben uns Rationen für 10 Jahre. Und wir haben 9 davon verbraucht. Resi sagt, die Reise nach Halcyon dauert 26 Jahre. Wenn wir den Sprungantrieb nicht starten können. Wie ich es auch drehe und wende, jemand wird verhungern müssen. Ich möchte das festhalten, wir sind am Arsch, nicht wegen der Technik. Der Sprungantrieb ist hinüber. Kein Plan, was da passiert ist. Aber er lässt sich nicht mal in die Vorlaufstufe schalten. Der Captain sagt, wir haben Essen für 1 Jahr. Res sagt, mit Unterlichtgeschwindigkeit brauchen wir 26 für die Reise. Zu Hause habe ich gesehen, wie Leute durchgedreht sind, weil sie 1 Woche nichts zu essen hatten. 1 Woche. Wir halten kaum einen Monat durch, wenn wir uns nichts überlegen. Ja, true. Okay, es sind alle. Gut. Alter, kommt rein, Mann! Und lass die Tür zu! Verdammte Scheiße! Nachher entdeckt er uns noch und dann sind wir dran! Ja, ich weiß, danke. So, was haben wir denn hier? Jojo, Nachrichtenverlauf Nummer T1022.
Hey, Rez. Ja? Mir ist langweilig. Bock auf eine Runde Torts? Ja, aber ich hab Brückendienst. Ich komm hoch. Lässt du mich rein? Okay, aber diesmal nicht schummeln. Hör mal, es ist nur schummeln, wenn dich jemand erwischt. Ich werde das Deck trotzdem kontrollieren. Okay, weißt du was? Ich spiele lieber mit Alexei. Okay. Oh Gott, ja! Psst! Tut mir leid, fällt mir schwer, leise zu sein. Versuch's zumindest. Wenn der Computer uns hört, sind wir für immer im Protokoll. Ist das denn schlimm? Ich habe da jemanden in der Kapsel. Alexei, das hier ist eine reine Reisebekanntschaft. Okay. Hey, that's impressive. Einfach so fremdgegangen, ja? Weil die andere Person halt irgendwie noch in den Tiefen der Kryokammer gepennt hat. So. Kurz neu aufgeladen. Jetzt können wir weitermachen. Oh, das kennen wir doch noch. Das hier. Das kennen wir doch noch. Sag mal, es dürfte doch eigentlich gar nicht schlimm sein, wenn wir diese Viecher hier, also die Roboter, wegballern, oder? Okay, ist doch schlimm. Alles klar. Ich würde schon nach einem Tag durchdrehen. Ja, Essensmangel ist echt was. Das ist nicht geil. Na, warte, das würde ich dann doch ganz gerne anders machen. Das haben wir ja alles gelesen, ja. Oh, Mist. Drohne, dreh dich mal weg. Ich habe einen Fehler gemacht. Komm, dreh dich weg. Really? Ah, Mann, ey. Ja, okay. War dämlich. Ich hätte es richtig ausmachen sollen. Also ich hätte es richtig deaktivieren sollen. Wäre besser gewesen. Ich dachte, ich kann das wenigstens danach noch machen oder so.
Aber nö. Keine Chance. Ach, guck mal, hier haben wir noch was. Heute habe ich einen abgetrennten Finger in einer Sicherheitsrobotereinheit, was in einer der Sicherheitsrobotereinheiten bemerkt. Das Mistding hat meinen Boden zerkratzt, weil sich der Finger in einem der Beingelenke verfangen hat und es nicht mehr richtig bewegen konnte. Langsam wird's echt albern. Was meinst du? Ach so, es hätte die Möglichkeit gegeben, weiter oben diese Robotereinheiten hier auszuschalten. Und ich dachte, ich kann vielleicht die Robotereinheiten nutzen, um die Leute hier platt zu machen. Also die Konzernwachen platt zu machen. Das geht so aber nicht, wie ich es mir gewünscht hatte. Understood. On my way. Parvati, kommst du vielleicht auch mal? Ah, schöne Scheiße. Parvati! Moving. Sure. No problem. I'll head over. Okay? Moving out. I'm going. Sure thing. Gotcha. Sure. Yes. I'll step lively. Sure. On my way. Got it. I'm going. Making my way there. Sure. So. Nice. Das hatte ich mir erhofft. Sehr gut. Wurdest du zu oft durch kinetische Angriffe verwundet, was deine Widerstandsfähigkeit gegen kinetischen Angriffen nachhaltig verringert hat? Nö. Eieieiei. Oh. Das sieht ja aber nicht prickelnd aus. Should we assign Sam for a cleanup? Oh, I'm gonna be sick. No, fuck. Ah, unangenehm. Okay, ich geb's auf. Dieser Bürgerkriegsunsinn ist ermüdend. Überall Blut. Kaum drehe ich mich mal weg, wird ein weiterer Schiffsteil abgeriegelt. Wie zur Hölle soll ich meine Arbeit machen, wenn der Captain die ganzen Türen verriegelt? Scheiß drauf. Ich werde jetzt einen Weg finden, mich in eine Kryokapsel einzuschließen und dann können sie mich in der Kolonie wieder aufwecken. Ab jetzt könnt ihr eure beschissenen Böden selber wischen. Arschlöcher. Puh.
Okay. Chill, Brudi. Keine Ahnung, was verdammt nochmal gerade passiert ist, aber ich schreibe es auf, falls ich verrückt werde. Hab einen Typen aus einer Kapsel gezogen und sein Arm wurde so klamm, fast gummiartig. Hab kurz drauf rumgedrückt und dann ist der weggeflossen. Als wäre er aus Wasser. Ich habe ihn nur schnell wieder reingestopft, aber er sah nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Das wird hoffentlich bei den anderen besser, sonst... Boah, sonst werden wir nach all dem Mist doch noch verhungern. Ihr habt jetzt aber nicht hier Kannibalen gespielt, oder? Und habt hier Leute aufgetaut, die ihr dann gegessen habt. So. Was haben wir denn hier unten? Speichern. Obwohl, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und wir verabschieden uns mit diesen Bildern hier. Aus der Folge heraus. Und dann schauen wir mal, was da drüben passiert. Da kommen wir ja jetzt wieder rein mit unserer Verkleidung. Wie gesagt, wir könnten jetzt natürlich auch die ganzen Robotereinheiten hier ausschalten und wegballern, aber das will ich eigentlich nicht. Weil dann sind wir wieder schlechter beim Vorstand und ich glaube immer noch, vielleicht können wir den gebrauchen. Ich will mich ja immer gut mit allen Leuten stellen. Es ist manchmal nicht so toll und es ist manchmal auch nicht so einfach, aber ich versuche es halt trotzdem irgendwie, weil ich das Gefühl habe, es kann uns am Ende wieder helfen. Tja, schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut, Cheerio, ciao.